Würdest du sagen, du lebst gesund? Kommt drauf an. Für deine Langlebigkeit. Ja, einigermaßen. Das ist ja meistens ein bisschen, also ich bin immer relativ selbstkritisch, ja. Von daher, nichts ist perfekt. Ja. Aber du solltest ja auch langfristig durchhalten, was du machst. Ja, ich denke, es geht schon. Also im Prinzip, wenn ich die Schokolade noch weglassen würde, wäre es eigentlich ziemlich. Ja, du siehst nicht so aus wie so ein Schokoholic. Naja, Schokoholic würde ich auch nicht sagen. Also, aber wenn die da ist. Mehr so ein Gewohnheitsesser. Ja, aber genau das ist ja auch mein Punkt. Ist, dass man das nicht immer 100% alles auch managen kann und manchmal auch durchhalten kann und man darf sich auch da auch wieder nicht entmutigen. Ja, muss halt wie immer, ne? muss halt wissen, was du willst. Ja. Will ich die Schokolade haben, gibt mir die irgendwie was? Ja, für den Anfang bestimmt. Die Schokolade soll ja glücklich machen. Ja, genau. Ja. Man soll besser schlafen, habe ich gehört. Genau. Also der Zucker, der drin ist jetzt wahrscheinlich nicht der Bringer. Ja. Und gehärtetes Fett oder so wird da auch drin sein. Ja, aber ich esse sie hauptsächlich abends. Und von ja, daher aber es ist jetzt auch nicht jeden Abend. Doch, eigentlich schon. Ja, reden wir uns mal nicht raus. Ja, ich esse eigentlich schon jeden Abend Schokolade. Aber auch unter anderem, weil sie da ist. Ja? Wenn sie nicht da wäre, würde ich halt keine Schokolade essen. Also ist jetzt nicht so, dass ich da in ein tiefes Loch falle. Aber ja, ich mache so viele andere Sachen. Da sage ich halt auch, hey, scheiß drauf. Ja? Wenn du 80% oder 90% in deinem Leben mehr oder weniger gesund lebst, dann kann man sich jetzt einen riesen Kopf über die 10% machen. Ja. Aber wie ich vor kurzem erst wieder gehört habe, ja, in diesem Podcast mit dem Lane Norton bei Huberman. Wer es nicht kennt, Huberman Lab, ja, äußerst wissenschaftlich, nimmt ganz viele Forschungen auseinander und so. Man muss aber wissenschaftliche Gespräche anhören können. Ne? Auf Englisch. Auf Englisch, weil sonst macht es keinen Spaß. Ja. Vor allem aber sehr lang. Der hat im Prinzip gesagt, Herr Lane Norton hat gesagt, bei ihren wissenschaftlichen Versuchen haben sie halt festgestellt, oder auch die in der Literatur, dass der Placebo-Effekt extrem hoch ist. Mhm. Also auch extrem wichtig. Das heißt, Leute, die glauben, dass das, was sie essen, schädlich für sie ist, haben tatsächlich negative Auswirkungen durchs Essen. Und andere, die das Gleiche essen und glauben, es ist nicht schädlich für sie, haben keine Auswirkungen. Ja? Deshalb, du glaubst, die Schokolade ist gut für dich. Nee. Ich glaube tatsächlich, dass sie nicht so gut für mich ist, aber da muss ich noch dran arbeiten. Vielleicht muss ja das ein neues Ziel. Muss ich mir das immer wieder ins Gedächtnis rufen und sagen, hey, die Schokolade ist super für die mich. Die Schokolade ist super in dem Ausmaß, in dem ich sie esse. Ja? Ja. Also man muss dann das, was man macht, was eigentlich vielleicht negativ ist, trotzdem mit gutem Gewissen machen. Ja? Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann lasst es. Oder also wenn ihr schlechtes Gewissen habt beim schlechte Sachen essen, dann will euer Körper euch schon was sagen, euer Kopf. Ja, dann, das heißt, ihr wisst eigentlich, ihr sollt die Finger von dem Scheiß lassen. Und mein Kopf sagt halt, schau mal, Schokolade. Lecker. Lecker. Und dann haue ich mir zwei Stück rein und dann ist wieder gut. Ja. So. Also von daher, ich fresse halt auch nicht eine ganze Tafel. Ja? Meistens. In Ausnahmefällen vielleicht mal einen Weihnachtsmann. Ganzen. Ja. Aber der nur, weil er weg muss. Ja, weil sonst keiner isst. Ja, also im Prinzip, man kann sich alles schlecht reden, ja. Wenn man die ganze Zeit sich nur Sorgen macht, was alles ungesund ist, macht man es nicht besser. Ja, macht man es unter Umständen viel schlechter als einer, der ignorant und glücklich ist und seine Scheiße frisst, weil er sich nicht selber kaputt macht durch das, worüber er die ganze Zeit nachdenkt, warum alles so schlecht ist. Ja, das gilt fürs ganze Leben. Ja. Also manche Sachen einfach mal ausschalten, ignorieren, nicht alles. Ja, man muss wissen, was kann ich ignorieren, weil ich eh keinen Einfluss drauf habe. Und wo muss ich was tun? Und wenn ihr irgendwo was tun müsst, egal ob es in der Gesundheit ist oder sonst wo, dann halt machen. Ja, und nicht nur die ganze Zeit sich darüber beschweren, dass man mal machen müsste oder dass alles scheiße ist oder so. Nein, dadurch macht ihr es viel, viel schlimmer, als wenn ihr es dann ignorieren würdet. Zumindest so lange, bis dann die Auswirkungen, die tatsächlichen, da sind. Wenn du sagst, hey, mein Job ist scheiße, ich gehe nicht mehr hin. Ja. Ja, dann irgendwann fühlst du dich zwar erstmal besser und es ist auch alles gesundheitlich super. Ja? Nur das Problem ist, wenn halt kein Geld mehr reinkommt, weil du keinen neuen Job hast,
dann ist das natürlich nicht damit getan, dass du dir das schön redest. Ja, das ist schon klar. Ja. Das heißt, Sachen, die tatsächlich nachweislich eine objektive Auswirkung haben, da muss man dann schon was tun. Ja? Aber der Punkt ist einfach, man darf sich nicht alles irgendwie furchtbar reden. Vor allem, wenn es eigentlich noch gar nicht so richtig bewiesen ist, dass alles furchtbar ist. Ja. Naja. Naja, auch wieder ein wichtiger gesundheitlicher Aspekt, positiv bleiben.